Zapier ist wahrscheinlich eines der geilsten Tools, was es gibt, weil damit kannst du bis zu 4000 unterschiedliche Programme miteinander verknüpfen, was natürlich cool ist, aber es wird sehr schnell sehr, sehr, sehr teuer, vor allem wenn du hunderte oder sogar tausende Verknüpfungsanfragen oder Tasks pro Tag hast. Dafür gibt es eine grandiose Alternative und das ist N8N. N8N ist eines der geilsten Tools, was ich in den letzten Monaten oder Jahren gefunden habe. Und das macht genau das, was Zapier macht, aber noch viel besser. Erstens, es ist kostenlos, also du darfst als Business das ganze Ding benutzen. Es ist Faircode lizenziert. Das heißt, als Business darfst du selbst damit dein eigenes Business fahren. In diesem Video schauen wir uns an, wie man das Ganze innerhalb von 5 Minuten auf einem Server installiert. Das erste, was du brauchst, ist, du brauchst einen Server. Also du brauchst ein VPS. Dafür gehen wir am besten zu Hetzner. Ich empfehle generell Hetzner. Du kannst gerne meinen Affiliate-Link verwenden. Dann bekommen wir ein bisschen Guthaben für unsere eigenen Hetzner-Server. Also das wäre wirklich nett, wenn du den Link unten in der Beschreibung benutzt. Und das trägt dich dann zum Hetzner Cloud hinüber. Und dort kannst du das Ganze benutzen. Außerdem bekommst du dort 20 Euro Guthaben, wenn du diesen Link benutzt. Also du loggst dich ein als allererstes oder machst einen Account und von diesem Account kannst du einen Server starten. So, und das machen wir jetzt. Also wir machen hier ein neues Projekt und das Ganze nennen wir N8N Tutorial und füge dieses Projekt hinzu. Und in diesem Tutorial-Projekt füge ich einen Server hinzu. In der 2204 sagen wir, wo der Server sitzen soll. Ich setze ihn jetzt einfach nach Falkenstein und dann sagst du die Servergröße. Eine gute Servergröße ist generell CX21 für N8N. Das sollte in Wirklichkeit reichen, falls du mehr Daten direkt am Server abspeichern möchtest. Du kannst auch den CPX21 nehmen, hat dann schon mehr Kerne und ein bisschen mehr RAM. Grundsätzlich würde ich sagen, mit dem Ding fährst du gut. So, das nächste, was du machst, ist natürlich, du aktivierst Backups. Backups machen total Sinn. Ich habe nichts davon, wenn du Backups hier aktivierst. Aber du hast was davon, nämlich falls dein Server flöten geht, hast du 7 Tage Backups, die du einfach hier neu hochfahren kannst. Du kannst deinen SSH-Key hinzufügen, falls du das möchtest. Dann kannst du dich über SSH-Key verbinden, wie du das machst. Es gibt hier auch ein wunderbares Tutorial da drinnen, wie man das Ganze macht. Schau dir das an, falls du es brauchst, sonst gibst du dem Server einfach noch einen Namen. Dann kennen wir uns hier gut aus. Create a by now und dann fährt das den Server hoch. Rambazamba, Server ist da. Cool, jetzt haben wir hier eine IP-Adresse bekommen und höchstwahrscheinlich auch ein Passwort, wie wir uns anmelden können. Also das, was wir als nächstes brauchen, ist, wir müssen eine Domain auf diese IP-Adresse setzen. Also wir brauchen eine Domain, deinewebsite.com, und jetzt brauchen wir eine Subdomain, zum Beispiel nn.deinewebsite.com. Also ich bin jetzt hier in Amazon, dort haben wir unsere Hardmode-App-Domain liegen und dort werde ich jetzt einfach N8N Tutorial als weiteren A-Record dazufügen. Also mache ich einen neuen Record. Das kannst du auf jedem DNS machen. Also überall, wo du deine Domain liegen hast, kannst du solche A-Records erstellen. Das Ganze nennen wir dann n8ntutorial.hardmode.com und die Value, also der Wert, ist dann die IP-Adresse von unserem Server. So, dann nehme ich diese IP-Adresse und zeigt das Ganze hier drauf. So, das heißt, jeder, der diese IP-Adresse aufruft, wird dann auf den Server geleitet. Create Records, das dauert ein paar Minuten. Also, jetzt haben wir den Server und wir haben die Domain. Diese zwei Dinge sind ganz, ganz wichtig. Und jetzt machen wir uns an die Installation. Dafür gehen wir in N8N Tutorial und klicke hier einfach mal auf Rescue und mache mir ein neues Passwort, weil ich habe keine Ahnung, wo Hetzner mir das Passwort grundsätzlich gibt, wenn ich einen neuen Server mache. Darum klicke ich immer auf Reset Root Password. Also mache ich hier mal Reset und neues Root Passwort ist da und dann kann ich dieses Passwort einfach kopieren, indem ich da draufklicke und dann öffnen wir ein Terminal. Wenn du am Mac bist oder auf Ubuntu oder auf Linux, kannst du einfach ein Terminal öffnen. Also du kannst einfach Command Space und in der Spotlight gibst du dann Terminal ein. Wenn du auf Windows bist, suchst du dir PuTTY und lädst dir PuTTY herunter. Und dann hast du ein Terminal für Windows, wo du dich auf deinen Servern anmelden kannst. Wir sind hier auf Mac und da gebe ich jetzt ein SSH, also SSH, root, weil wir uns als Root-User verbinden, @ und dann kommt die IP-Adresse,
rein ins Terminal. So, und jetzt sagt es, okay, möchte ich das in mein Host-File hinzufügen, dass ich mich damit tatsächlich verbinden darf? Ja, möchte ich, alles gut. Und jetzt fragt es mich nach dem Passwort. Und das Passwort ist hier, das haben wir bekommen. Und dann, wenn das Passwort tatsächlich verändert wurde, kann ich mich anmelden. In diesem Fall wurde es nicht verändert. Das passiert immer wieder mal. Keine Ahnung warum. Dann mache ich einfach ein neues Passwort. Reset, kopiere das Passwort, gebe das Passwort ein. Ha! Und ich bin herin. Also, root at anitn-tutorial. Und jetzt, und das funktioniert super easy, gehe ich einfach auf diesen Link. Ich gebe den Link unten in die Beschreibung hinein. Und dort sagt dir das, wie du mit Docker dein anitn aufsetzt. Und dann kopiere ich mir hier die ersten drei Zeilen und gebe sie hier im Terminal ein. Das updatet dann dein Ubuntu. Und als nächstes, und das ist wichtig, muss ich hier schauen, okay, was nehme ich denn hier? Probieren wir das jetzt hier einfach mit Ubuntu 20.04, weil 22.04 ist noch nicht da, aber ich schätze, dass es funktioniert. Und als nächstes nehme ich hier eben Ubuntu, wir kopieren das und fügen diese Zeile ein und dann kommen hier hinten nochmal diese drei Zeilen dazu. Dann will das ganze Ding, dass ich das reboote, klicke auf OK. Dann könnte ich noch einen Non-Root User Access einrichten, das machen wir jetzt nicht. Und dann lade ich mir hier Docker Compose und Docker herunter. Jetzt sagt es, okay, wir müssen unser DNS aufsetzen, als die Seite, die wir machen wollen. Das haben wir schon gemacht, deswegen lassen wir das Ganze hier. Und dann kopiere ich mir hier diese ganze Wurst und mache ein Docker Compose File. Und dafür schreibe ich jetzt Nano, weil Nano ist der einfachste Editor in Ubuntu. docker-compose.yml, also yml. Das ist ein YAML-File für Docker. Und dort kopiere ich jetzt dieses ganze Ding hinein. Und da stehen jetzt alle möglichen Dinge drinnen, die ich brauche, damit hier das Ganze hochgefahren werden kann. Und hier sagt es auch, okay, auf welchem Port und welches Protokoll, also HTTPS. Also. Dann klicke ich Ctrl-O, um das zu schreiben, und Ctrl-X, um hier auszusteigen. Damit hat sich dieses File entwickelt. Wenn ich im File was ändern will, kann ich einfach nochmal Nano Docker Compose, dann bin ich wieder in dem File drin. Das File kann ich auch wieder aufrufen, indem ich hier einfach ls hereingebe. Dann sehe ich hier, hier ist das Docker Compose File. Ziemlich cool. Das zweite, was wir machen, ist, wir fügen hier noch eine Zeile zum Docker Compose File hinzu. Das zweite, was wir machen, ist, wir fügen jetzt hier noch eine Zeile zu diesem Docker Compose File hinzu, damit wir auch lokale Files, die wir auf dem Server ablegen, später mit anitn nutzen können. Ob du das brauchst oder nicht, musst du selber entscheiden. Dafür schreiben wir eben nochmal Nano Docker Compose YAML ganz hinunter und dann hier bei Volumes fügen wir diese Zeile einfach hinzu. Also das, was du hier kopieren kannst. Das, was wir jetzt noch brauchen, ist das .env-File, also die Umgebungsvariablen. Und dafür kopieren wir hier dieses Ding und machen hier ein neues .env-File, also nano.env. Dann haben wir ein neues File und dort speichern wir dieses Ding hinein. Und jetzt ändern wir hier die einzelnen Dinge, nämlich unser Data Folder ist root/anitn. Dann die Domain heißt natürlich nicht example.com, sondern hardmode-app.com, also in meinem Fall. Und dann hier kommt noch die Subdomain dazu, die wir vorher eingerichtet haben. Ich habe das anitn-tutorial genannt, das gibst du dann hier ein. So, und dann brauchen wir hier noch einen Username und ein Passwort. Alex, mein super Passwort. Optimalerweise gibst du hier ein gutes, starkes Passwort ein. Dann gibst du hier noch die Zeitzone ein, wo du willst, dass dein Server sozusagen läuft. Und dann gibst du noch hier die SSL-E-Mail ein. Also das ist die E-Mail-Adresse, die benachrichtigt wird, falls irgendwas mit dem SSL-Zertifikat nicht stimmt. Normalerweise macht das Ding alles selbst. So, da gebe ich jetzt ein @hardmode.io. Bitte gib du nicht admin.c@hardmode.io ein. Ich habe das mittlerweile schon erlebt. Ich habe viele Tutorials gemacht, wo ich das eingebe und plötzlich bekomme ich Benachrichtigungen von SSL-Problemen, Zertifikatsproblemen von irgendwem. Also bitte gib deine Adresse ein, das ist immer gut, weil dann bekommst du deine Benachrichtigung und nicht ich. Jetzt haben wir diese ganzen Umgebungsvariablen hier eingegeben und jetzt machen wir noch den Datenfolder. Kopieren das und geben hier ein make dir, also make directory und diesen Datenfolder. Und jetzt können wir auch schon Docker Compose starten. Einmal kopieren, Compose ab, die notwendigen Docker-Container werden gestartet.
und damit hat sich die ganze Sache. Wenn ich jetzt hier in meinen Browser gehe und komme, fragt mich das schon nach meinem Login. Also Alex und dann mein, das weiß ich es gar nicht mehr, sicheres, nein, tolles, nein, ha, super Passwort. Und es meldet mich an. Dann machen wir einen Owner-Account. Dann kannst du hier irgendwelche Dinge eingeben. Und alles ist super. So viel dazu. Sag mir in den Kommentaren, was deine Gedanken dazu sind. Schau dir hier dieses nächste Video an, um mit N8N, Mautic, WooCommerce und so weiter und so fort sofort loszustarten. Also schau hier gleich weiter und bau deinen ersten Workflow. Viel Spaß mit N8N und bis bald.